Hallo, willkommen bei Mamani, Platz kann jeder. Diese Woche tat mal so richtig gut, vor allem wenn man die letzten 7, 8 Wochen sieht. Nach einer, ja, langen Down-Phase gab es diese Woche dann endlich mal einen positiven Wochenausklang. Ich hatte ja gestern ein Video zu dem Thema veröffentlicht und auch gesagt, ja, wie ich die Sache aktuell sehe. Das Video hatte ich wegen dem Vatertag, an dem ich mal nicht mit der Börse, ja, zu tun haben wollte, am Mittwochabend aufgenommen. Bis jetzt läuft es in die richtige Richtung und wenn nächste Woche ebenfalls ja eine positive Entwicklung zu sehen ist, ja, muss man mal schauen, wie man sich dann im Anschluss neu positioniert. Aktuell kann man natürlich erst einmal die Erholung genießen, ja, und das mache ich natürlich auch. Es tut auch mal ganz gut, ja, so eine Erholung zu sehen. Ja, das gibt einmal wieder die Gelegenheit, ordentlich, ja, durchzuatmen, Kräfte zu sammeln und dann hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Natürlich war diese Woche ja nicht alles gut gewesen, denn von Anfang der Woche sind wir erst einmal bis zur Wochenmitte gut nach unten gelaufen. Ja, bis auf unter 13.900 Punkten rutschte der DAX noch einmal ab und ja, dann kam die lang erwartete kleine Erholung, die uns bis jetzt zum Zeitpunkt der Videoaufnahme über die 14.400 Punkte führte. Ja, eine sehr schöne Erholung, die uns sogar ja aus dem kurzen Abwärtstrend, der im März startete und im April und Mai seine Bestätigungspunkte erhielt, halt auch ein bisschen rausführte. Wirklich viel haben wir allerdings noch nicht gewonnen, denn wir dümpeln immer noch ja, in der Range von 13.500 bis 14.500 Punkten herum. Eine Handelsspanne, in der wir uns seit ja, März aufhalten. Immer noch haben wir viele Anleger, ja, die Angst haben, dass wir die Jahrestiefs bei gut 12.800 Punkten nochmal sehen werden. Ja, und die Hochs vom Januar bei über 16.200 Punkten sind immer noch meilenweit entfernt. Ich habe in dieser Woche ja, vor der Erholung noch einmal etwas stärker investiert. Und daher erfreut es mich natürlich besonders, ja, dass die aktuelle Erholung ja, momentan so gut läuft. Denn teilweise bin ich mit dem neu investierten Geld schön ins Plus gelaufen. Außerdem hat das zusätzliche, ja, investierte Geld auch geholfen, dass mein Depot sich in der, ja, aktuellen Erholungsphase ebenfalls gut entwickelt. Noch stehen bei mir die Wochenendkurse nicht fest, da zum Zeitpunkt der Videoaufnahme noch gehandelt wird. Also ein wenig kann sich noch tun. Was die Märkte so machen, also seit 2 Tagen eine kleine Erholung, vollzieht mein breit aufgestelltes Depot natürlich grundlegend auch nach. Ja, und so ist das Depot diese Woche schön nach oben gelaufen. Ja, und dann am Freitagabend war ich fast wieder im positiven Bereich. Ganz hat es aber nicht gereicht. Ja, das werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Ja, es geht schnell mal in die eine oder andere Richtung momentan. Ja, da sieht man noch sein Depot mit einem ordentlichen Minus und zack, 1, 2 Tage später ist man fast schon wieder im Plus. Da ich langfristig investiere, ist mir der aktuelle Stand natürlich grundlegend egal. Das ist ja auch das, was ich seit geraumer Zeit erkläre. Ja, Buchverluste sind mir, und es sollte eigentlich allen Langfristanlegern so gehen, total irrelevant. Denn solange ich nicht verkaufe, ja, sind das nur Zahlenwerte im Depot. Jetzt, wo mein Depot wieder fast plus minus null ist, kann es mir ja grundlegend ja auch komplett egal sein, ja, dass ich vor ein paar Tagen noch gut 3.000 Euro im Minus war. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für die Zeit, wenn das Depot mal gut ins Plus läuft. Ja, auch das ist dann eigentlich total egal. Erst wenn man verkauft, kommt es darauf an, ja, wie die Aktien stehen. Und daher sollte man ja in schlechten Zeiten genauso wenig traurig sein, wie in guten Zeiten zu euphorisch. Ein positives Depot gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Aber wenn man nicht verkauft, hat man auch hier nichts gewonnen. Ne? Denn ein paar Tage, Wochen oder Monate später kann alles wieder anders aussehen. Also, lasse ich mich vom aktuellen Depotstand jetzt nicht groß emotional beeinflussen. Ne? Schau auf meine Strategie, meine Unternehmen im Depot und auf, ja, deren Potenzial. So, genug philosophiert. Ich war natürlich auch diese Woche nicht untätig gewesen und so hat sich ein wenig in meinem Depot auch getan. Dazu komme ich dann jetzt gleich. Jetzt am Wochenende möchte ich mal wieder mein Depot im Detail zeigen und natürlich auch das, ja, was ich diese Woche gemacht und verändert habe. Tja, und das war jetzt auch nicht so wenig gewesen. Das Update-Video mache ich wie üblich in 2 Teilen, da die Videos ansonsten ja zu lange dauern. Im ersten Teil, also heute, werde ich mein Depot und die Datenblätter zeigen und auf meine Anlagestrategie etwas eingehen. Natürlich zeige ich alle Veränderungen und Aktivitäten, ja, die ich in den letzten Tagen gemacht habe. Außerdem möchte ich gleich wieder einen Blick auf die Watchlist werfen. Ja, auch hier gab es ja auch, ja, doch ordentliche Entwicklung. Am Sonntag folgt dann, ja, wie üblich, der zweite Teil. Ja, hier gehe ich dann wie immer auf die Werte im Depot dann ein, ja, zumindest auf die Unternehmen, wo sich was getan hat. Dann schaue ich mir die Charts und die aktuellen Trends an, berichte über, ja, wichtige News und präsentiere die Quartalzahlen, wenn sie halt angefallen sind. Ja, so wie ich das halt am Sonntag immer mache. Ich sage dann natürlich auch, wie ich bei den einzelnen Positionen mich jetzt weiter verhalte. Für mich sind diese ganzen Infos und Entwicklungen wichtig, um, ja, die hoffentlich richtigen Entscheidungen dann zu treffen bei den Nachkäufen zum Beispiel. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, mein Ziel ist es natürlich immer noch zu zeigen, dass man auch bei Indexhöchstständen bzw. zu jeder Zeit ein Depot starten und aufbauen kann.
So, wir befinden uns jetzt mittlerweile in der 47. Woche. Für alle, die es noch nicht wissen, das Depot wurde am 5.7.2021 beim DAX-Stand von 15.619 Punkten gestartet. Also zu damaligen Indexhöchstständen. Ja, und die werden wir irgendwann auch mal wieder sehen. Bis jetzt habe ich insgesamt 169 Aktien analysiert. So einige Unternehmen, die ich analysiert habe, sind dann auch ins Depot gekommen. Und das Depot will ich heute mal wieder zeigen und besprechen. Dann fangen wir mal an. Was hat sich also diese Woche in meinem Depot so getan? Also zum einen habe ich gleich 5 Dividenden erhalten. Das Geld kann man ja aktuell auch sehr gut gebrauchen. Verkäufe habe ich diese Woche nicht getätigt. Warum auch bei den runtergeprügelten Kursen? Selbst nach der Erholung ist jetzt noch kein Bereich gekommen, wo ich jetzt wirklich aktiv werde. Daneben gab es noch eine Einzahlung über 3.000 Euro von mir. Und das musste ich jetzt auch machen, unter anderem halt, um den Cashbestand jetzt weiter aufzustocken. Denn ab jetzt werde ich ja auch Säulenaktien versuchen aufzubauen, wenn die richtigen Kurse natürlich kommen. Ein Video zu dem Thema habe ich ja am Dienstag veröffentlicht. Also das frische Geld durch die Dividenden und die Einzahlungen liegt natürlich jetzt nicht faul auf dem Konto herum, denn ich habe diese Woche auch gut investiert. Zum einen habe ich eine neue Aktie gekauft, meine angestrebte erste Säulenaktie. Dazu gab es ja am Mittwoch ein passendes Video. Hinzu kam dann noch am Donnerstag ein Nachtrag, der auch vieles dann noch zusätzlich erklärte. Daneben habe ich dann bei 10 Positionen im Depot Optimierung und vor allem Nachkäufe getätigt. Also insgesamt habe ich so gut 3.200 Euro diese Woche neu investiert. Ich blende mal eben das Depot ein. So, jetzt sehen wir das Depot mit einem aktuellen Stand von 62.864 Euro. Mein eingezahltes Geld oder der Betrag, den ich insgesamt selber aufgewendet habe, liegt bei 63.000 Euro. Sprich, ihr seht, ich bin aktuell mit einem Mini-Minus von gut 132 Euro im Minus. Dazu muss man eigentlich noch sagen, dass eine Sache hier noch fehlt. Also die Dividenden kann sein, das habe ich jetzt nicht immer so im Blick, ob da jetzt irgendwo eine Dividende schon abgezogen wurde, aber noch nicht aufs Konto gebucht worden ist. Aber was mir halt diese Woche aufgefallen ist, dass bei BRP Billiton es wohl zu einer Abspaltung kam. Der Betrag wurde von dem Wert der BRP Billiton schon abgezogen. Aber die neuen Aktien von dem abgespalteten Unternehmen habe ich noch nicht in meinem Depot dazu gebucht bekommen. Wird jetzt auch keine große Position sein. Aber das dürften nochmal so 70, 80 Euro sein, die nochmal dazukommen. Aber ich habe sie noch nicht und dementsprechend sind sie hier und auch noch nicht in den Datenblättern vermerkt. Anders wie im morgigen Video seht ihr jetzt nicht die Freitagabend-Endkurse, sondern der Handel findet aktuell noch in den Freitagabendstunden statt. Die Kurse, die ich jetzt gleich im Datenblatt eingetragen habe, stammen so von 18, 19 Uhr vom Freitagabend. Die Aufnahme und die aktuellen Kurse, die ihr jetzt seht, sind so von 20 nach 7. Da ist auf jeden Fall noch Aktivitäten hier im Depot zu sehen und auch gleich die Differenz zum Datenblatt, die ihr gleich erblicken werdet. So, dann kommen wir jetzt mal zum Depot selber. Ihr seht ja jetzt den Chartverlauf von dieser Woche. Anfang der Woche ging es noch schön runter. Da habe ich ja dann auch noch diverse Nachkäufe getätigt und auch die neue Aktie im Depot geholt, die ich dann auch gleich zeigen werde. Ja, und dann haben wir anschließend jetzt die letzten Tage eine sehr, sehr schöne Erholung gehabt, die eigentlich aktuell auch noch anhält. Ich mache mal kurz auf Tagessicht. Da sehen wir auch, dass wir selbst jetzt am Freitag noch relativ schön dynamisch nach oben laufen und uns jetzt so um 20 nach 7 auch noch auf einem sehr schönen, stabilen Stand hier oben halten. Hier muss man natürlich jetzt abwarten, wie die wirklichen Wochenendkurse sind bei den einzelnen Aktien. Es kann sich natürlich gerade noch in den letzten Stunden ein bisschen was tun. Ich glaube, am Montag ist in den USA die Börse dicht und dementsprechend kann natürlich sein, dass am Ende noch ein bisschen das Schlottern aufkommt bei manchen und die dann halt noch sagen, dann nehme ich mal halt die Gewinne noch mit. Also es könnte durchaus sein, dass jetzt in den letzten Stunden wird ja noch so bis 22 Uhr gehandelt, nachbörslich glaube ich bis 23 Uhr, zumindest hier bei meinem Broker. Und da kann sich natürlich noch ein bisschen was tun bis zum Wochenende. Aber das werden wir ja dann im morgigen Video sehen. Ansonsten gehen wir mal auf die Werte ein, beziehungsweise eigentlich zeige ich jetzt nur einen Wert. Die restlichen besprechen wir dann nachher beim Datenblatt. Also hier haben wir die Amazon-Aktie, die ich diese Woche neu gekauft habe. Und die ist mittlerweile schon mit 11,6% im Plus. Also hier muss ich wirklich gestehen, habe ich sehr viel Glück gehabt beim Einstieg. Ich habe das ja auch, als ich das Amazon-Video
ja, am Mittwoch ja veröffentlicht, habe ja auch erzählt, wie ich hier eingestiegen bin. Ich wollte ja einen Kurs sehen unter 2000 Euro. Den habe ich dann auch an dem Tag, wo ich die Aktie gekauft habe, ja, gehabt. Wollte ich aber noch die Markteröffnung in den USA abwarten und dementsprechend habe ich dann noch nicht zugeschlagen, als die Aktie wirklich dann unter die 2000 Euro gedippt ist. Ja, und bis zur Eröffnung der Börsen in den USA ist die Aktie weiter noch runtergerutscht und als der Markt dann in den USA aufgemacht hatte und ich dann zugeschlagen habe, war die Aktie bei gut 1895 Euro, also 94, 95 Euro, 1 Euro Gebühr kam ja noch drauf. Und dementsprechend kam ich da sehr, sehr günstig rein und ich muss gestehen, danach ist die Aktie nach oben geschnellt. Tiefere Kurse habe ich großartig dann auch nicht mehr gesehen. War natürlich wirklich Glück gewesen. Ne? Also das ist jetzt nicht wieder das goldene Händchen. Ich greife genauso auch daneben beim Einstieg wie andere Leute auch. Hier ist gerade was runtergeplumpst. Ich muss mal einmal kurz gucken, nicht, dass hier gleich was abbricht. Bei der Aktie habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich wirklich den fast Tiefspunkt erwischt habe und dass jetzt natürlich auch die Erholung anschließend 2,5 Tage in der Dynamik nach oben auch lief. Dementsprechend auch das schöne Plus. Ich habe ja auch dann anschließend noch ein Video dazu gebracht in dem Nachtrag, wie ich das sehe, auch von der Weiterentwicklung der Aktie. Die erste Hürde, ja, Richtung 2100 und ein paar kaputte, hatte ich ja in dem Video auch erzählt, haben wir schon fast erreicht. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass wir sogar mit dem Split, den wir jetzt nächsten Monat erleben, sogar noch die 2400 Euro anlaufen. Was ich da mit der Aktie mache, habe ich ja alles in dem Video erklärt, muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Wie gesagt, also jetzt ist das nicht wieder das goldene Händchen, was wir jetzt hier haben, sondern das war wirklich reines Glück gewesen. Und bei vielen anderen Aktien wisst ihr ja auch, dass ich dann halt nicht das goldene Händchen hatte und zu früh auch teilweise eingestiegen bin. Aber dann halt durch die anschließenden Optimierungen, die ich ja dann halt vollziehe, sieht das ja dann oftmals so aus, als wenn ich die super Tiefskurse ergattert habe. Es ist leider nicht so, sonst wäre mein Verlustverrechnungstopf Aktien auch nicht so gut gefüllt. Ja, wie gesagt, die Amazon lasse ich jetzt erstmal laufen, zumindest bis zum Stichtag, wo der Aktiensplit kommt und dann muss ich dann halt mal schauen, wie ich dann halt weiter hier vorgehe. Ansonsten möchte ich die Aktie ja als Säulenaktie aufbauen, dementsprechend hätte ich ja kein Problem damit, auch noch weitere Zukäufe hier zu machen. War natürlich ein sehr großer Einstieg, den ich hier gewählt habe. Aber wie gesagt, als Säulenaktie kann ich das mal machen. Und bis jetzt hat sich das ja auch gelohnt. Naja, schauen wir mal. Kann sich ja schnell alles wieder ändern. Heißt ja nicht, dass wir ja nicht noch tiefere Tiefs sehen, wie zum Zeitpunkt, wo ich die Aktie gekauft habe. So, ich scroll mal einmal kurz die Liste hier durch. Wir wollen ja auch mal fertig werden. Dann könnt ihr sehen, die ganzen Positionen, wie sie nach dem Einkauf, also sprich nach dem Ersteinstieg oder nach den Nachkäufen oder Optimierungen, also wie mein Einkaufskurs aktuell bei Trade Republic ist und wie der aktuelle Abstand bis zu diesem Betrag ist. Ja, sollten wir in grün sein, lasse ich erstmal laufen, vor allem in der aktuellen Marktphase, wo die Märkte eher nach unten laufen. Auch jetzt mit der Erholung sind wir dennoch in einem übergeordneten Abwärtstrend drin und dementsprechend, ich lasse jetzt erstmal positive Werte laufen und alles, was ansatzweise in Rot ist, könnte dann halt mal in Frage kommen für Nachkäufe. Ja, momentan durch die schöne Erholung ist das bei vielen Werten aktuell nicht der Fall. Ich habe ja auch diverse Nachkäufe diese Woche schon getätigt, dementsprechend habe ich ja auch schon hier zugeschlagen und die Bestände auch erweitert. Ja, und sollten weitere rote Bereiche mal angelaufen werden bei den Aktien, werde ich das auch weiterhin tun. Ja, meine Strategie, Taktik und Vorgehensweise ist ja weiterhin noch vorhanden. Ja, momentan, also zum jetzigen Zeitpunkt, auch da haben wir doch die Haier Smart Home, ganz leicht im Minus mit 1%. Aber ansonsten ist alles momentan im schönen grünen Bereich. Unten die Position, lasst euch nicht beirren. Das ist die Wahldividende, die ich, glaube ich, bei der LEG bekommen kann. Das ist nur eine Einbuchung, die auch dann verschwinden wird, wenn ich dieses Angebot nicht annehmen werde. Ich hatte ja vorher auch von Vonovia eine gleiche Position drin gehabt. Die ist mittlerweile auch ausgebucht, weil ich die Dividende erhalten habe. Und dementsprechend, das ist nur ein Platzhalter, der dann auch irgendwann wieder verschwinden wird. Ja, aktuell bin ich noch mit 5.437 Euro und ein paar kaputte im Cash. Wie ich jetzt weiter anlege, muss ich mal schauen. Kann auch sein, dass ich jetzt erstmal die Erholung jetzt erstmal aussitze. Erstmal gucken, wie weit das gehen kann. Ich hatte ja in dem Video auch gesagt, wie ich die aktuelle Marktlage sehe. Und ich glaube am Freitag in dem Video. Und dementsprechend kann auch sein, dass ich jetzt erstmal abwarte.
noch nicht großartig in neue Aktien reingehe. Aber das wird sich dann zeigen, wie jetzt nächste Woche die einzelnen Aktien laufen. Wenn ich gute Gelegenheiten sehe, werde ich dann dennoch irgendwo investieren. Aber ansonsten kann auch sein, dass ich jetzt erstmal ein bisschen die Füße stillhalte, mal den Markt sich austoben lasse, mal gucken, wohin die Aktien laufen. Ja, und dann schaue ich mal, wie ich mich neu positioniere. Dann zeige ich doch einmal schnell, das mache ich ja jedes Mal, wie die Aktien seit meinem Einkaufskurs momentan auch vom Geldbetrag her im Plus oder Minus sind. Ja, und wir sehen, bei vielen Aktien brauche ich momentan nichts zu machen, weil die Aktien mittlerweile sehr schön ins Plus gelaufen sind. Ja, scrolle ich mal einmal schnell durch und dann machen wir den nächsten Schritt und der führt uns dann zu den Datenblättern. Zack und schon sind wir da. So schnell kann es gehen. Und so schnell war ich gestern beim Vatertag nicht gewesen. So, wir haben jetzt hier das Datenblatt. Die Kurse, die ich hier eingetragen habe, ist so, wie ich das gerade gesagt hatte, so zwischen 18 und 19 Uhr habe ich die Daten hier übernommen. Eine kleine zeitliche Differenz habe ich nun mal, weil ich die Videos ja auch irgendwie auf der Kette kriegen muss, zu dem morgigen Video, wo ich dann das Depot mit den wirklichen Freitagabend-Endkursen zeige. Aber so kleinlich müssen wir jetzt ja auch nicht sein und eine kleine Differenz darf man mir auch zugestehen. Schließlich muss ich das auch alles hier herstellen. So, wir sehen jetzt hier das Depot. Wir haben jetzt hier überall die dementsprechenden Stände eingetragen, auch von den Indexständen. Wir sehen auch, dass die Indexe sich teilweise schön erholt haben. Der DAX ist momentan 7,3% tiefer wie zum Zeitpunkt meiner Depoteröffnung. Der S&P 500 noch gut minus 5%. Der Dow Jones minus 5% und der Nasdaq ist mittlerweile bei minus 14%. War ja auch schon mal Richtung 20, minus 20% gewesen. Also wir sehen, dass die Indexe sich auch alle sehr schön erholt haben. Ja, mein Depot hat sich dementsprechend auch erholt. Aktuell bin ich noch mit gut einem Viertel Prozent, also 0,25% im Minus. Ich muss ja jetzt nicht großartig wieder erläutern, dass man auf die Stände und auch auf die Vergleiche zu den Indexen nicht großartig achten muss, weil ich ja auch durch die Geldanzahlung eine permanente Verwässerung erhalte. Hinzu kommt natürlich auch, dass ich natürlich auch zu unterschiedlichen Zeiten investiere. Ich glaube, 38.000 hatte ich bis zum großen Crash vor dem Ukraine-Krieg investiert, zu viel, viel höheren Indexständen. Teilweise gingen die Indexstände beim DAX bis 16.200, da habe ich ordentlich investiert. Das hat die Sache natürlich dann irgendwo auch durch die Geldeinzahlungen und das Investieren auf Höhestände auch ein bisschen verfälscht. Jetzt verfälsche ich das natürlich ein bisschen durch die Geldeinzahlungen und die Käufe im unteren Bereich. Es soll ja nur ein Richtwert sein und manche haben sich ja in den Vergleich gewünscht und deswegen mache ich den, aber nehmt diesen Vergleich nicht zu ernst. Wichtig ist auch für mich persönlich, was unterm Strich nachher hierbei rumkommt. Also wie mein Depot insgesamt läuft. Und nicht läuft auf kurze Sicht, also sprich jetzt auf ein paar Tage oder wie es nächste Woche ist oder letzte Woche. Mich interessiert der Stand eigentlich nur, der in Jahren herauskommt. Und wichtig ist ja auch nur, wie die Kurse der Aktien sind, wenn ich verkaufe. Ja, ansonsten sind es nur Buchverluste und ich habe ja schon unendliche Male darüber erzählt, wie meine Sichtweise ist und meine Einstellung. Und dementsprechend kann ich Abphasen genauso gut aushalten, wie dass ich hier auch keine riesen mega Party feiere, wenn ich mal ins Plus laufe. So, machen wir einfach mal weiter. Also aktuell bin ich noch mit 8,65% im Plus. Die Einzahlung habe ich natürlich dementsprechend hier vermerkt. Also meine Einzahlung sind jetzt 63.000 Euro, die ich selber eingebracht habe. Mein aktueller Stand gut 62.842 Euro. Also ist das Minus noch knapp 157 Euro. Mein Verlustverrechnungstopf ist aktuell grob gerechnet. Also ich weiß nicht, ob schon alle Veränderungen mit eingebucht worden sind. Die sind ja immer ein bisschen verzögert bei Trade Republic. Aber der letzte Stand, den ich hatte, da war mein Verlustverrechnungstopf Aktien noch bei 6.805 Euro. Sprich, hier kriege ich natürlich dann später auch nochmal leichten oder auch einen größeren Vorteil nachher raus, wenn ich dann meine Teilgewinnmitnahmen mache und da erstmal die Steuern nicht abführen muss und mit dem vollen Betrag anschließend wieder investieren kann. Deswegen mache ich das damit ich hier keine Barmittelabflüsse kriege, sondern wirklich mit dem kompletten Geld weiter in neue Aktien gehen kann, was natürlich auf lange Sicht eine höhere Rendite bedeutet, wenn diese Aktien gut laufen. Und dementsprechend freue ich mich indirekt natürlich auch, wenn ich hier einen Betrag drin habe, weil dadurch brauche ich dann halt später mal bei Teilgewinn und Gewinnen, zumindest in der Höhe, wie die Verluste hier angelaufen sind, dann keine Steuern abführen. Habe ich ja schon tausendmal erklärt, muss ich ja jetzt nicht nochmal machen.
So, dann machen wir weiter. Ich habe jetzt hier die Depotliste. Ja, auf Wunsch von einem Zuschauer habe ich jetzt hier nochmal die Spalte hier nochmal extra farbig markiert, damit man nochmal ein bisschen schnelleren, leichteren Durchblick hier bei der Datenblattansicht hat. Und ansonsten, ja, wie gesagt, sind die Werte jetzt soweit aktualisiert und das Datenblatt selber muss ich natürlich nicht groß erklären, habe ich ja schon oft genug gemacht. Einfach durchschauen und vergleichen, so wie ihr es möchtet. Alles, was sich diese Woche in meinem Depot verändert hat, also ob ich Neukäufe gemacht habe, ob ich Dividenden erhalten habe, ob ich Nachkäufe und Optimierungen gemacht habe. Bei den Werten habe ich auf jeden Fall eine dicke Markierung gemacht oder beziehungsweise diese Namenszüge dann halt fett markiert, damit man die leichter findet. Und dementsprechend alles, was fett markiert ist, hat eine leichte Veränderung erhalten. Manchmal auch nur eine leichte Dividendenzahlung. Ja, dann scrolle ich ansonsten durch. Hier seht ihr dann die Auflistung, die ich an Veränderungen in dieser Woche gemacht oder erhalten habe. Sprich, ich habe die Amazon-Aktie gekauft. Die ist natürlich dann auch hier oben eingetragen. Ja, hier haben wir sie. Ja, ich mache mal so. Dann haben wir jetzt hier den Bereich bei Aktien und ETFs, wo ich Nachkäufe und Optimierungen vorgenommen habe. Ja, waren ein paar gewesen. Ja, die größte war natürlich die BlackRock gewesen, die ich jetzt vom Bestand her verdoppelt habe. War auch jetzt nicht die, zumindest auf kurze Sicht, die schlechteste Entscheidung, weil kurz danach ist sie dann auch angesprungen. Und ansonsten waren es eher kleinere Veränderungen gewesen. Ja, jetzt nichts großartig Wildes. So, dann kommen wir jetzt noch hier zu dem Bereich. Also hier Aktien verkauft habe ich nicht. Dividenden habe ich wieder erhalten. Juhu, die vierte Woche in Folge, wo ich glaube ich dreistellige Beträge erhalte. So soll das ja auch sein, aber versteht sich ja auch von selber. Ich habe relativ viele deutsche Aktien im Depot. Die Hauptdividendensaison ist so zwischen April und Juni und dementsprechend flattern natürlich jetzt die ganzen Wochen lang jetzt schöne Dividenden auf mein Konto, nehme ich auch gerne entgegen, weil das Investieren benötigt natürlich auch Geld und ein Teil des Geldes soll ja nicht nur über Einzahlungen kommen, sondern auch über stetige Dividendenzahlungen und die erhalte ich momentan. Und insgesamt sind auch schon ordentliche Beträge seit der Depoteröffnung letzten Jahres angesammelt, nämlich aktuell 933,63 €. Wie ich das ja auch schon in vielen Videos erwähnt habe, sind das die Beträge, die ich jetzt hier eingetragen habe, aber auch die Summe der ganzen Einzeldividenden, die ich hier eingetragen habe, alles Netto-Dividendenwerte. Sprich, die Brutto-Dividende, die ich erhalten habe, die muss ich ja versteuern, weil ich hier keinen Freistellungsauftrag eingerichtet habe. Und dadurch, dass ich hier auch noch keine Beträge im Verlustverrechnungstopf sonstiges habe, fallen natürlich direkt Steuern an. Und dementsprechend trage ich hier auch nur die Beträge ein, die ich netto erhalte. Im Hinterkopf muss man natürlich dann behalten, für diese 933 €, ich sag mal, Netto-Dividenden, habe ich natürlich dementsprechend die Differenz zum Bruttobetrag natürlich Steuern bezahlt. Und diese Steuern kann ich theoretisch bei Verlusten, die bei den ETFs anfallen, natürlich dann bis zum Jahresende auch noch auskosten, um da eventuell anfallende Verluste nochmal ein bisschen abzumildern. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier nicht viel mehr zu reden. Dann komme ich noch einmal kurz zur Aufteilung. Die zeige ich auch noch mal ganz schnell. Hier findet ihr jetzt die ganzen Branchen, die ich jetzt mit unterschiedlichen Aktien bediene. Ja, so wie ihr das eigentlich auch alle wissen müsstet, außer ihr seid jetzt natürlich neu auf dem Kanal. Ich möchte natürlich in viele unterschiedlichen Branchen anlegen. Jede Branche soll so 2-3 Titel erhalten. Viele Branchen sind schon sehr gut gefüllt. Bei manchen habe ich natürlich noch Lücken, die ich natürlich auch gerne noch befüllen möchte. Ja, wichtig wäre vor allem jetzt hier Energie. Die E.ON ist noch nicht in dem Bereich, wo ich sie mir wiederholen würde. Ja, die ist mir ja dann vorn gelaufen, als ich noch relativ klein eingestiegen bin. Und dann habe ich sie ja mit einem guten Gewinn verkauft und warte jetzt auf günstige Kurse. Ansonsten muss ich mir mal Überlegungen machen, in welche anderen Unternehmen ich einsteige. Ja, Nahrungsmittel fehlt mir auch noch ein Wert. Oder hier Alkohol, Tabak könnte ich auch noch 1-2 Werte gebrauchen. Einzelhandel könnte natürlich jetzt auch wieder interessant werden durch die großen Abschläge, die es momentan in der Branche gibt. Aber so eine Aktie wie Target und Walmart erholen sich aktuell ein bisschen wieder. Ich will hier natürlich auch nicht zu früh ansteigen, wer weiß, wo die Märkte noch uns hinführen. Aber ich werde hier natürlich Obacht halten oder meine Augen offen halten, um hier irgendwann mal günstig in Unternehmen reinzukommen. Ja, auch bei Gastronomie, eine McDonald's hätte ich noch gerne wieder hier drin. Die ist mir auch damals davon gelaufen.
und dann habe ich sie verkauft und hoffe jetzt auf günstigere Kurse. Naja, mal schauen. Auch hier ne, Sportartikel, LVMH oder vielleicht auch mal eine Puma oder ja, was haben wir da noch für Unternehmen? Ach, so einige. Müsste ich mir allerdings auch noch angucken. Eine LVMH, eine Kering und so weiter habe ich mir ja schon in der Analyse angeguckt. Da warte ich nur auf die richtigen Kurse. Und bei anderen Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel eine Puma, müsste ich mir in der Analyse natürlich nochmal das Unternehmen genau anschauen, um da auch meinen ja, persönlichen Einstiegszeitpunkt zu finden. Naja, wie gesagt, Lücken sind hier noch einige vorhanden. Was auch noch fehlt, sind natürlich auch noch ein paar Branchen, die ich noch gar nicht bedient habe. Ja, Medizintechnik oder halt Fluggesellschaften, Tourismus und ein paar Bankwerte möchte ich auch noch gerne haben. Aber es braucht alles. Ne? Börse ist ein Marathon, habe ich ja schon oft gesagt, und kein Sprint. Dementsprechend muss man Zeit mitbringen und man muss dann natürlich zuschlagen, wenn man sich bei den Unternehmen wohlfühlt. Ja, ansonsten gibt es jetzt hier nicht mehr zu berichten. Dann werfen wir jetzt noch einen schnellen Blick auf die Watchlist. Hier sehen wir die Kurse zum Zeitpunkt meiner Analyse. Hier sehen wir die aktuellen Kurse und hier sehen wir die Differenz zwischen ja, dem Analysezeitpunkt und dem aktuellen Kurs in Prozent. Ja, hier sind natürlich jetzt durch die Erholung viele Werte, die vorher schon fast in einem sehr interessanten Bereich waren, natürlich schon wieder ein bisschen gut nach oben gesprungen. Ja, darunter zum Beispiel eine Adobe, die natürlich jetzt schon irgendwo mal bei 360 Euro war, jetzt wieder die letzte Woche, glaube ich, sich lange zwischen 370, 380 Euro aufgehalten hat und jetzt zum Freitagabend hin nochmal auf ordentliche 397 Euro gesprungen ist. Ja, ich habe hier meine Wunscheinstiegspreise und will auch vielleicht durch die aktuelle Lage auch noch ein bisschen Puffer haben. Sie sind immer noch interessant und ich werde auch bei dem Erreichen des richtigen Kurses auch zuschlagen. Jetzt nach der Erholung und der aktuellen Lage, weil wir sind ja immer noch im übergeordneten Abwärtstrend drin, werde ich wahrscheinlich nächste Woche noch ein bisschen die Füße stillhalten und nicht euphorisch hier in die steigenden Kurse einkaufen, weil es kann sich immer noch alles als Bärenfalle herausstellen. Und ich habe das ja alles dann auch in dem Video am Freitag erklärt, wie ich das sehe im Allgemeinen bei dem Markt. Habe ja auch da Beispiele gezeigt, wie ich auf diese Annahme komme. Die Rallye nehme ich jetzt gerne mit, aber die Zukäufe, na, da muss ich erstmal gucken, ob das jetzt wirklich, ich sag mal, ja, nur eine Bärenmarkt-Rallye ist oder ob das auch nachhaltig ein Anstieg ist. Ja, das kann alles an der Börse passieren und dementsprechend will ich jetzt nicht zu schnell, zu früh in so eine Bärenmarkt-Rallye halt reinlaufen, in die Falle und dementsprechend, ich muss mir das alles mal in Ruhe überlegen. Muss ich ja jetzt auch nicht entscheiden. Kann ich ja nächste Woche machen, wenn ich sehe, wie die Märkte laufen. Deswegen gehe ich heute mal jetzt nicht großartig auf die einzelnen Unternehmen ein. Ihr seht jetzt, wo die größten Abschläge sind. Interessant sind für mich nur die Unternehmen, die günstigere Kurse haben, wie zum Zeitpunkt der Analyse. Sonst wäre ich ja damals schon eingestiegen. Viele Werte sind schon runtergelaufen. Viele Werte sind schon wieder ein bisschen hochgelaufen und waren schon tiefer. Auf diese Kurse bzw. noch tiefere Kurse warte ich. Und dementsprechend muss man auch mal Zeit und Geduld mitbringen. Hat sich schon oft gezeigt, dass Warten sich auch lohnt bei Aktien. Naja, schauen wir mal. Ein paar Unternehmen fallen natürlich jetzt irgendwo auch raus. Jetzt hier zum Beispiel so eine Gazprom, die ja momentan nicht handelbar ist. Und selbst wenn sie handelbar wäre, weiß ich ja aktuell noch nicht mal, ob ich da jetzt reingehen würde bei der aktuellen Gemengelage, die wir da in Russland haben. Und andere Werte wie eine VMware hat sich, glaube ich, jetzt auch erledigt. Da hatten wir jetzt von Broadcom, glaube ich, Übernahmeangebot. Sie war ja schon ordentlich runtergelaufen. Ich war schon am Überlegen gewesen, hier zuzuschlagen. Ja, und wie das so manchmal ist, manchmal wartet man auch zu lange. Und dann kommt da halt so ein Übernahmeangebot und dann schnellt die Aktie mal ordentlich nach oben und ist dann weit weg von dem Kurs, wo man eigentlich einsteigen wollte. Und dann hat man halt den Zug verpasst. Ist mir wahrscheinlich bei VMware hier passiert. Ja, aber es gibt ja noch genügend andere Aktien, die interessant werden oder auch sind. Und dementsprechend, es gibt andere Chancen. Da muss man jetzt auch nicht traurig sein. So, dann kommen wir jetzt nochmal eben schnell zu der Liste der verkauften Werte. Das sind ja alles Aktien, die ich schon mal im Depot hatte, aber in einem so kleinen Bestand, dass ich nicht weiter reinkam und dann sind die Aktien eigentlich massiv auch angestiegen und dann habe ich gesagt, nee, jetzt warte ich nicht ab, bis die ganzen Gewinne wieder abgegeben werden und in die Stärke nach so guten Anstiegen in sehr, sehr kurzer Zeit wollte ich dann auch keine Nachkäufe tätigen, also habe ich dann mal ein bisschen spekulativer gehandelt und habe dann gesagt, ich verkaufe sie, sichere mir erstmal die Gewinne und hoffe dann auf ein Zurücklaufen der Aktien, bei manchen funktioniert es, ne? So eine FedEx habe ich mir ja auch schon mal tiefer dann wieder reingeholt und bei anderen Aktien, läuft es schon in die richtige Richtung, wie bei einer E.ON. Aber da muss ich halt mal gucken. Das Risiko besteht ja immer noch, dass ein Embargo gegen Russland kommt.
Gas- und Ölembargo, und da könnte natürlich die E.ON auch nochmal unter Druck kommen, deswegen will ich hier noch ein bisschen vorsichtig agieren. Eine Pfizer läuft auch zurück, aber viel zu wenig, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen erholt. Aber wie gesagt, ich muss momentan Zeit mitbringen und vor allem wird für mich jetzt erstmal wichtig sein, wie die nächste Woche läuft. Und dann kann ich auch für mich selber ja mehr sagen, was ich machen werde. Denn aktuell kann es natürlich ja in jegliche Richtung auch weiterlaufen. Wir sind in einem schwierigen Marktumfeld und das sollte man natürlich auch nicht vergessen, auch wenn man gerade in einer euphorischen Stimmung ist, weil plötzlich mal zwei Tage da waren, wo die Börsen nach oben liefen. Gut, also ich warte hier weiter ab und schau mal, ja, wann ich hier zum richtigen Zeitpunkt zuschlage. Warten will halt gelernt sein. So, das war's dann für heute. Also mit der Entwicklung des Depots bin ich natürlich insgesamt zufrieden. Bei so einem schwachen Markt dann irgendwo ansatzweise wieder plus minus null zu sein, ist schon ganz in Ordnung. Und außerdem muss man immer noch bedenken, ich baue ja das Depot immer noch auf. Ich bin ja jetzt nicht in der Situation, wo ich sage, stopp, ab dem Zeitpunkt soll es nur noch nach oben gehen. Einerseits begrüße ich ja auch noch weitere schwächere Kurse, weil ich ja noch meine Depotgröße noch weiter aufbauen möchte und auch noch in ganz viele Werte rein investieren möchte, genauso wie das Aufbauen der Säulenaktien, was ja ansatzweise noch gar nicht gestartet ist. Und dementsprechend hätte ich natürlich gegen schwächere Märkte erstmal nichts einzuwenden. Wie ich mit dem Thema Buchverluste umgehe, sollte jetzt mittlerweile bekannt sein, auch wie meine Einstellung dazu ist. Und dementsprechend, mir ist es momentan eigentlich eher egal, wohin wir laufen. Na, gehen wir runter, kann ich weiter investieren. Gehen wir nach oben, freue ich mich natürlich auch, weil ich dann natürlich auch irgendwo erstmal Gewinne einfahre und dann auch vielleicht mal ein paar, Optimierungen bei den einzelnen Werten auch mal vornehmen kann, vielleicht auch mal ein paar Teilgewinne mitnehmen kann. Natürlich nur im überschaubaren Maße, weil insgesamt will ich natürlich auf lange Jahre investieren und deswegen werde ich jetzt nicht wie ein Trader permanent oben abbauen, unten aufbauen versuchen, weil irgendwann wird der Bullenmarkt wieder anstehen. Und dann möchte ich nicht plötzlich mit einem halben Depot an der Seitenlinie stehen und sagen, ja, warum bin ich dann zu früh ausgestiegen? Ja, also kleinere Positionsveränderungen werde ich gerne machen und dementsprechend habe ich nichts gegen hohe laufende Kurse. Aber von mir aus kann es auch noch runtergehen, denn dann kann ich weiter investieren. Und ein bisschen möchte ich noch. Also das Depot ist ja noch nicht fertig aufgebaut. Wird es wahrscheinlich auch noch verdammt lange dauern, bis ich sage, ich bin fertig. Na gut. Schauen wir jetzt mal, wie die Märkte die nächste Zeit laufen. Passieren kann momentan alles. Vor allem nächste Woche kann viel passieren. Und auch mein Depot kann natürlich auch dementsprechend mit dem Markt mitlaufen. Und so wie sich der Markt verhält, könnte natürlich sein, dass mein Depot nächste Woche dann halt weiter Party feiert, weil es nach oben geht. Aber kann natürlich auch sein, wenn der Markt schwächelt, dass mein Depot in Flammen aufgeht. Man weiß es nicht. Naja, so ist es halt an den Börsen. Langfristig oder ich als Langfristanleger sollte natürlich dann jetzt mit jeder Situation, auch egal ob das Depot im Plus oder Minus läuft, weiter so vorgehen, wie ich das immer mache. Also ruhig bleiben, gelassen bleiben und natürlich rational weiter handeln. Und wir wissen ja, wo unsere Ziele auch liegen als Langfristanleger. Wir wissen auch, dass der Weg bis dahin auch oftmals steinig und uneben ist. Und dementsprechend kommen wir als Langfristanleger natürlich auch mit vielen Situationen gut klar. So, bei der Watchlist warte ich natürlich auch weiter ab, beobachte die ganzen Kurse genau und wenn die richtigen Preise zustande kommen bei den Aktien, dann werde ich dann auch zuschlagen und vielleicht komme ich jetzt auch mal wieder ein bisschen vermehrt dazu, mal mir neue Unternehmen anzuschauen. Die letzten Wochen war ich ja doch dann ein bisschen mehr darauf fokussiert, mein Depot aufzubauen und mir auch die Unternehmen anzuschauen, ob ich dann reingehen kann und mir auch andere Unternehmen mal grob ins Auge fasse, um zu schauen, ob hier nicht mal gute Möglichkeiten da wären. Durch die Berichtssaison sind natürlich viele Informationen angeflossen, die ich dann auch aufsaugen musste. Ich musste mir die Märkte anschauen, deswegen sind die Analysen der Einzelaktien ein bisschen zu kurz gekommen. Jetzt, wenn ich vielleicht ein bisschen abwarte und die Gewinne laufen lasse, komme ich dann auch vielleicht wieder vermehrt dazu, mir neue Unternehmen anzuschauen. Und dann kommen natürlich auch mehr Unternehmen, zumindest für mich, mehr in den Fokus, wo sich eventuell dann auch neue Chancen ergeben können. So, den Rest zum Depot und den Aktienpositionen erzähle ich dann wie üblich morgen und dann schauen wir uns natürlich die Unternehmen im Depot an, werfen einen Blick auf die Charts, News, Analysten, Meinungen und Kurszielschätzungen. Vielleicht finde ich ja auch ein paar Insider-Trades. Wir werden das sehen und dann auch dann morgen besprechen, wenn wir dann auch die Wochenendkurse haben.
So, dann machen wir jetzt mal Schluss. Wäre natürlich super toll von euch, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, und das kann ja mal passieren, wenn man ins Depot guckt und auch mal ja schon fast vergessene Freude verspürt, weil die Kurse mal nach oben laufen, dann macht auf jeden Fall das auch, damit ihr nämlich keine weiteren Videos verpasst. Ne? Vor allem nicht den zweiten Teil vom Depot-Update-Video. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!